Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Das hier ist der liebe Tim Horus, Mitarbeiter des Jahres 2020. Schon jetzt! Und Tim ist auch schon auf die seit mehreren Wochen und ist richtig am Struggeln, weil die Gyms zu sind. Habe ich gesagt, Tim, wir machen ein Homeworkout, weil was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Und für dich ist gar nicht so wichtig, das Muskeln aufzubauen, sondern du wirst wirklich schlank werden. Dein Sixpack will ich mal zum Vorschein bringen. Natürlich will ich aber meine Stärke behalten. Ja, natürlich. Ich bin übel stark geworden in letzter Zeit. 100 Kilo Bankdrücken, 6er Serien, ganz easy. Also es läuft bei ihm auf jeden Fall. Wir versuchen jetzt einfach das Beste, was zu machen, damit ihr auch gleichzeitig ein bisschen Motivation mitnimmt. Das heißt, ihr habt ein geiles Video, du hast ein geiles Training. Let's go! Bist du aufgeregt? Ich nehme es noch nicht ernst, muss ich sagen. Also im Gym mit schweren Gewichten ist nochmal was anderes, glaube ich, als Körpergewicht einfach. Ja, ganz genau. Aber wir müssen ja jetzt einen Kompromiss finden. Ja, das stimmt. Und die Pausen sind relativ kurz. Wir werden das Tabata-System nutzen. Das heißt 20 Sekunden Belastung, gefolgt von 10 Sekunden Pause und davon 8 Durchgänge. Das heißt, insgesamt sind es 4 Minuten. Das ist auch für euch da draußen eine relativ kurze Angelegenheit. Das geht ja schon in Richtung Cardio. Das kann ich nicht. Das ist Cardio mit einem Körpergewicht, ganz genau. Und einfach mal ausprobieren. Wir haben 5 Übungen jetzt vor dir quasi. Mhm. Wir haben 5 Übungen vor dir. Let's do it. Let's go. Liegestütze, beginn mal. Bist du bereit, Tim? War Corona-mäßig? Ready. Liegestütze. Dann geh schon mal in die Position. Immer wenn es piept, fängst du an. Wenn es wieder piept, hörst du auf und wieder piept, dann fängst du an. Ich will die aber richtig machen. Nicht, dass es heißt, ich mach die hier wie Birk oder Koray oder so. Also mach's vorbildlich, mein Freund. Lass mich nicht blamieren. Ist das okay? So bist du perfekt. Okay. Auf die Plätze, fertig. Da geht auch immer so schnell wie möglich hoch. Also entweder holt ihr euch einen Timer, so wie ein Gymboss, oder ihr holt euch eine App einfach und zieht euch die aufs Handy und zeigt das Ganze dann mit dem Handy. Aber nicht ohne Piepen, also nicht so auf die Uhr gucken, weil damit scheißt ihr euch selber. Jetzt macht's noch Spaß. Ja. Das war der erste Durchgang. Ja. Ja, scheiße, geht weiter. Das waren 10 Sekunden. Sekunden, ja. Das ist ein Sekunden. Und weiter kam Busch. Okay, gut. Bleib am Boden gleich. Ich stehe gar nicht erst auf. Das Gute ist, man kann solche Workouts natürlich auch öfter machen, weil die fürs zentrale Nervensystem nicht so extrem belastend sind. Ja. Geht weiter. Alter! Ja? Was ist mit deiner scheiß Uhr? Und weiter, komm. Eins. Wie schwer bist du, Tim? 87, 7. Also, ist schon ordentlich Gewicht, ne? Ja. Okay, ich komme mal hier zu dir runter. Weiter geht's, komm. Ah, ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Genau. Dafür können die Leute ruhig mal ein Like da lassen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem selber mal ausprobieren. Ich glaube, die meisten werden schon bei Liegestützen scheitern. Weiter jetzt, komm, Gizmo. Weiter. Scheiß auf Corona, Mann. Machst du fertig jetzt, komm. Oh, fuck. Alter. Komm, letzter Durchgang. Komm. Opa! Weiter! Come on! 10 Sekunden! 10 Sekunden auf Knien weiter! Komm, geh auf die Knie! Scheißegal, Pussy! Pussy shit! Du sollst schon die Hüfte strecken, Alter! Du sollst schon die Hüfte strecken! Die nächste Übung gibt's dann im nächsten Video. Ach, ich kann nicht mal die Flasche hochheben. Und du hast doch gesagt, so Johannes, das will mich nicht auslassen. Aber nochmal, es ist halt wirklich easy, weil es ist halt keine 100 Kilo Bankdrücken. Ist total easy. Wir machen eine Leichtübung hinterher. Ausfallschritte. Alter, meine Schultern, meine Brust. Ist gekillt, ne? Ich, Alter, du bist aufgepumpt. So. Wie die Sau, Alter. Ja. Brutal. Oh, so. Aber richtig krass. Alter, krass, die Schultern. Wie möchte ich sie streifen? Ich meine, die Leute schreien. Marc und Paul und Tim auf die Bühne. Nee, jetzt mal ohne Scheiß, das ist krass. Okay, also nächste Übung auf jeden Fall für die Beine, Unterkörper, damit wir den Scheiß auch gleich weg haben. Du bist hart am Schwitzen, schwitzt sonst nie, ja. Muss man echt sagen. Wie ist die Fenster sind auf, no cardio. Frische Luft rein. Wir machen das im Wechsel. Hm. Ausfallschritte, ein Bein hinten auf dem Bett. Okay. Ist schon mal schwierig. Eine Wiederholung, dann das nächste Bein nach hinten, ja? Ein Satz und dann das andere Bein. Okay. Immer im Wechsel. Ja, du könntest auch nur ein Bein machen, 8 Durchgänge, aber das wäre wirklich ultra hardcore. Ja. Let's go. 2. Ja. Du schiebst jetzt dein Knie relativ weit nach vorne. Dadurch hast du sehr viel Belastung auf dem vorderen Oberschenkel, auf den Quadrizeps. Ne? Ja. Wenn das Knie ein bisschen weiter hinten lässt, hast du mehr Belastung auf dem Hintern. Ja, genau so.
Gleichzeitig ist das hintere Bein noch ein bisschen gedehnt. Also für die Mädels, also die Mädels können das auch machen. Ja. Quasi auf jeden Fall die Booty Gains, die wir mitnehmen. Ne? Ganz genau. Das heißt, wenn ihr die Hüfte weiter hinten lasst, das Knie nicht so weit nach vorne schiebt, dann habt ihr mehr. Aber welches Bein ist das? Das andere, ne? Ja. Scheiße. Muss schneller sein. Zwei Schub. Der Tim hat den Vorteil, dass sein Sprunggelenk extrem beweglich ist. Das heißt, er kriegt das Knie wirklich schön weit über die Fußspitze hinausgeschoben, was nicht ungesund oder so ist. Ne? Also ist jetzt nicht knieunfreundlich oder so. Das geht vollkommen klar. Okay. Durchatmen. Ich jetzt schon, schon mal Position einnehmen. Dio machst du halt sonst auch gar nicht. Mhm. Ne? Machst also für die Beine wirklich nur Kniebeuge, sonst mit Gewicht. Und stoßen. Und ja, gut für die hintere Muskelkette, genau. Also rumänisches Kreuzheben. Schub. Alter, komm. Ist aber auch geschmeidig, doch komm noch 3 Sekunden. Okay, gut. Henne, kannst du in die Hüfte nehmen, wie sie am besten anfühlt. 4. Weiter. Noch 5 Sekunden. Action, Mann, mach mal Action jetzt in der Zeit. Komm auf. 3, 2, 1. Oh, wo schon da? Weiter, 9. 5 Sekunden. 4. 3. Fuck. 2. Gibt's schon nicht mehr? Muss ich mir sagen. 5 Sekunden Pause noch. Sprich nicht so viel. Das werden wir dann. Alter, das gibt Muskelkater. Rast, richtig geil. Komm weiter. Bam, 1. Oh, sehr gut. Okay, schön. Ich stehe das durch. Warte, welches? Mann, pass doch mal auf! Mach einfach irgendeins, komm! Komm, 3. Weiter, 4. War's das? Nein. Also, wir mussten jetzt erstmal mein gesamtes Zimmer auseinandernehmen, ja, damit das hier funktioniert. Also, ihr könnt auf jeden Fall einfach einen Küchentisch nehmen oder irgendwie Wohnzimmertisch. Ja, normalerweise sollte der immer irgendwie frei verfügbar sein. Ne? Ihr könnt auch eine Klimmzugstange nehmen, aber wir haben jetzt hier einen Tisch, weil den einfach jeder hat. Und es geht ja auch darum, die Rückenmuskulatur zu arbeiten. Also es kommt genau der Gegenpart zu den Liegestützen, nämlich das Ruder mit Körpergewicht. Und ich schlage vor, dass du gleich von Anfang an die Beine anwinkelst, okay, damit du dir ein bisschen Gewicht abnimmst und es leicht bleibt. Ziehst du quasi die Kante unterhalb der Brust, da wo die Brust an. Wir haben den Leuten noch gar nicht gesagt, dass wir einen Tag später jetzt schon haben. Ja. Auf die Plätze, fertig, Action! Aber prima. Oh, mein Beinbizeps ist zu. Aua! Die Beine sind noch so kaputt. Weiter, komm. Und er hat das vorhin so belächelt und mich ernst genommen. Zug. Ja, die Erfahrung muss jeder mal machen. Zug. Alter, mein Beinbizeps. Das ist hier hinten, das Ding hier, der Fleisch, was da hinten dran hängt, die Hermes. 2, 1 und Action, komm Timmy. Let's get ready! Oh. Lightweight! Ich stütze mich immer weiter drauf, damit das Ding auch stabil bleibt. Komm, stabil, Tim! Stabil! Zieh. Weiter, komm, zieh. Spann die Latz an, come on! Ja, der Tim greift jetzt gerade relativ eng, er könnte auch ein bisschen breiter greifen, wird der Weg ein bisschen kürzer. Ja, also demnächst wieder ein bisschen breiter. Oh, und ich habe eine Call of Duty installiert. So habe ich mir meinen Tag nicht vorgestellt. Erst Sport, dann E-Sport. Komm, weiter. Scheiße. Komm, weiter. Zu wo ist hier die Grenze, Johannes? Zieh. Die ist noch lange nicht da. Zieh ich ran, Mann. Komm jetzt. Und weiter. Boah. Also, mach das unbedingt da und verlinkt dann den Tim Horus oder mich auf Instagram. Boah. Junge, enttäusch mich nicht. Wir reposten das, wir fühlen das also mit euch. Ich hab damit nichts zu tun. Aber im Krafttraining ist er gut. Weiter geht's, come on, Timmy! Alter. Also mein Bein liegt jetzt noch dazu, das ist das Problem. Ja, Mann, nicht. Komm. Kannst du aber mit gestreckten Beinen. Das ist nicht das Gleiche, komm. Jawohl, siehste, Beast Mode geht. Es ist natürlich auch hardcore, weil ihr wirklich nur mit den Fingern an der Tischkante haltet. Tischkante. Das ist dann gleich noch ein Griffkrafttraining, ne? Ich hoffe, die Leute appreciaten das. Dicke Unterarme. Du machst das für dich, nicht für die Leute, Tim. Ja, aber ich muss ja das Topmodel Tim Horus spielen. Ja, du bist schon längst wieder dran, ist dir schon klar, ne? Wenn ich dafür keinen Webvideopreis bekomme. Langweilig. Ich will mal was trinken, Tim, ne? Bist du dann fertig?
Bist du wieder bereit? Ja. Du bist ein bisschen am Zittern. Ich glaube, du bist selber überrascht. Hast du nicht mitgerechnet? Ich glaube halt, es ist halt jetzt ungewohnt, nicht mehr ins Gym zu gehen. Unangenehm, einfach zu Hause zu trainieren. Und natürlich ist eine andere Trainingsart erstmal anstrengender, wenn du sie nie gemacht hast. Das ist Veränderung, ne? Aber ich habe trotzdem Bock. Also wenn es nicht so erscheinen sollte, was ich nicht glaube. Ich habe da Bock drauf und ich glaube, man steigert sich von Woche zu Woche einfach. Das ist halt auch die Idee dahinter, ne? Weil es war auch zum Anfang im Gym schwierig, erstmal immer hinzugehen, so zum Anfang des Sports. Ja. Aber irgendwann war es Routine. So wird es auch jetzt sein. Ja. In der Corona-Apokalypse. Nächste Übung ist für die Schultern. Eigentlich macht der Tim immer Military Press, also eine Last über Kopf drücken, strikt. Mit 60 Kilo? Ja, auch mit 60 Kilo, genau, ist mal interessant zu hören. 6er Wiederholung. Ich glaube, da könnten auch 6 bis 8 gehen. Und jetzt würdest du deine Beine auf dem Bett platzieren, ein bisschen anders den Hebel verändern. Das ist jetzt quasi ein schwerer Liegestütz, der primär für die Schultern und die obere Brust auf die Muskeln abzieht. Noch ein bisschen höher, den Arsch in die Höhe. Okay, dann würde ich sagen... Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Komm auch dicht am Körper, wie bei der Military Press. Können wir jetzt mal anfangen? Los, komm! Von oben nach unten, zack, push, zurückdrücken, genau. Genau. Dein Schuh. Sei froh, dass ich mit dir keinen Handstand-Push abmache. Weiter, weiter. Ellbogen rein. Du machst jetzt eine Trizepsübung raus. Ellbogen nicht deinen Körper. Nach innen. Wie? So? Ja, so ist besser. Genau, so ist besser. Pause. Das ist dann tatsächlich schon für Fortgeschrittene. Das Blut geht halt auch so in den Kopf, Alter. Natürlich können die Schwierigkeitsgrad immer ein bisschen variieren. Ne? Boah! Jetzt machst du es richtig. Und weiter, komm. So! Und wenn du willst, geh nur auf die Knie. Lass mal die Füße weg, geh nur auf die Knie. Ach. Hier auf die Matratze, genau, du bist ein bisschen leichter. Und der Arsch in die Höhe. Jetzt nimmst du dir quasi ein bisschen Gewicht ab. Okay, ja, wird leichter, ne? Okay, also müsst ihr halt auch mal ein bisschen rumexperimentieren. Wow. Das ist der pure Wahnsinn. Schuss. Ja, aber prima, das ist gut. Das ist wie Paarungsposition. Guck mal, super, genau. Sag weiter, weiter, weiter. Schulter, Trizeps, Mann. Die obere Brust ist dabei. Come on, push it. Push it good. Yes. Durchatmen. War der dritte. Komm jetzt ab. Tim, komm, gib nochmal alles jetzt. Du verschenkst Zeit. Zeit, in der die Muskeln arbeiten könnten. Push. Come on. Na, durchziehen. Weiter. Weiter, Tim. 5 Sekunden, Mann. Hopp, 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 hopp. Komm! Und einer. Yes, gut. Schönes Ding. Ich glaube, so ganz sauber war es nicht mehr, aber... Ja, da geht es auch nicht um sauber. Da müssen die Muskeln einfach hart drangenommen werden. Nee, nee. Safety first. Du hast es fast geschafft. Jetzt kommt nochmal ein richtiger Knaller. Eigentlich nur Bauch. Und Tim macht ja sonst gar kein Bauchtraining. Ja, wozu? Wird richtig wozu, ja. Wir machen ja eine Spezialbauchübung, die wird richtig mies. Bock, den Tim leiden zu sehen? Alter, wenn ihr das nicht nachmacht und uns nicht taggt und keine Kommentare schreibt, dann weiß ich auch nicht. Dann gibt's richtig Lack. Kann ich eigentlich nichts machen dagegen, so, aber. Bist du ready, Tim? Ja. Letzte Übung. Auch da hätten wir verschiedene Varianten, aber wir nehmen jetzt erstmal die. Es sieht nicht so schwer aus, aber es ist Killer, es ist richtig brutal. Okay, let's go, komm, 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 Tim. Bist du bereit? Ja. Eins, zwei und go. Zug, genau. Ja, so ist gut, genau. Prima. Kann ich noch 10. Sag, jawohl, prima. Zug. Also wenn ihr einen Teppich zu Hause habt, dann nehmt ihr eine Plastiktüte oder so, ne? Weil sonst werden die Zehen richtig heiß. Ja, das ist jetzt schon. Ja. Weiter, komm, zieh. 3, 2, 1. Okay. Wir haben natürlich jetzt den Vorteil oder Nachteil, die Schultern sind auch schon ordentlich belastet. Ja. Also allein das Stützen ist jetzt schon die Challenge. Bevor du den Bauch spürst, sind wahrscheinlich die Schultern eher im Eimer. Komm, 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 Tim. Wir wollen jetzt keine Zeit mehr verschwenden. Komm weiter. Zug. Genau. Zug. Und 4. Zug. Das ist geil. Haut hier. Yeah. Komm weiter. 6. Bis die Socken blühen, Junge. Komm, zieh. Weiter. Zieh ran. Zieh. Bis morgen. Oh nein, noch. Jawohl, prima. Auf die Knie kurz warten. Durchatmen. Schön ausatmen. Den Puls runterbringen. Warner Song, du hörst dich nicht ausruhen, Tim. Da komm weiter. Zurück, vor, zurück, vor, zurück. Genau so. Vor, zurück, zurück. Komm, zieh. Okay, Pause. Alter, wer ist so ein Arschloch? Alter. Und, jetzt. Ist der Turbo jetzt. Turbo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Weiter. 10 Sekunden noch, denn du hörst nicht auf. Du hörst jetzt nicht auf, Freundchen. Weiter. Ja, Martin. Ja. Ist das hier New School Diet, ja? Scheiße. Ja. Tim, Hauptsache es passt in die Kalorien, ne? Ja. If it fits your macros, das ist für mich gar keine Option. Kannst du auch mal ein Video machen. Ja. Leute, abonniert den lieben Tim Horus, entweder auf YouTube oder auf Instagram. Taggt uns. Abonniert den Johannes Lukas. Ganz genau. Für geilen Content. Denkt an die Glocke. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt in die Kommentare, ne? Hast du schon gesagt, dass sie uns verlinken sollen, wenn sie das Workout machen? Ja, taggen, na klar, haben wir doch schon alles. Für die Gains. Ist ein gutes Licht hier, glaube ich. Ja. Bam. Ja.